Okay. Kein Wort. Geh einfach weiter, ganz unauffällig, okay? Komm mit rein. Ich zeig sie dir, aber du darfst niemandem verraten, wo sie ist, okay? Gut. Sie steht ganz hinten, bei den richtig seltenen Sachen. Hey, alles klar? Wie geht's denn? Schön, euch zu sehen. Die Kids, die hier arbeiten, wissen natürlich nicht, woher sie stammt. Ebenso wenig wie die alten Hasen. Keiner von ihnen hat sie gekauft, also gibt's auch keine Auftragsnummer. Soweit sie wissen, war sie einfach schon immer hier. Okay. Normalerweise steht sie hier. Oh, oh. Nein, nein, hat sie jemand gekauft? Oh, Mann! Ich hätte sie ja selbst gekauft, aber sie erschien mir zu bedeutend, zu kostbar, wie etwas, das kein einzelner Mensch besitzen sollte. Ja, hier ist sie. Okay, bist du auch wirklich bereit dafür? Denn das, was ich hier habe, raubt dir nicht nur den Verstand, es raubt dir die Seele. Also dann, mach sie auf, wenn du dich traust. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten richtigen Let's Play auf diesem Kanal. Und ich habe mir gedacht, so, ich würde gerne auch mal ab und zu mal ein paar Let's Plays hochladen. Und was wäre besser geeignet als ein geiles Spiel mit und über Heavy Metal? Und das Ganze zusammen mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Jack Black. Mega geil. Ich habe das Spiel Brutal Legend schon mal gespielt. Das ist aber auch viele, viele Jahre her. Ich kann mich daran auch so gut wie gar nicht mehr erinnern. Deswegen würde ich sagen, genießen wir es einfach alle nochmal richtig schön neu zusammen. Wir machen ein neues Spiel, normal, und gönnt euch erstmal das Intro. Oh, warte. Hey, hi. Hey, Rix, tut mir leid, dass ich deine Gitarre zerstört habe. Was zum... Sie ist wie neu. Wow, wie hast du das gemacht? Hoffentlich geht sie nicht wieder so leicht kaputt. Leg dich nicht mit dem an. Er macht mir Angst. Hey, Eddie. Tut mir leid, aber unser Manager will wissen, wann du uns, ein neues Set baust. Dieses Stonehenge-Zeug ist ja ganz lustig, irgendwie ironisch und retro, aber... Hör zu, Eddie, versteh mich nicht falsch. Du bist der Beste, okay? Der beste Roadie der Branche. Jeder weiß, dass du alles hinkriegst und bauen kannst. Also vielleicht könntest du uns ja was bauen, das eher unsere jüngere Zielgruppe anspricht. Ich meine ja nur... Weißt du, früher oder später musst auch du in der modernen Welt ankommen. Ich krieg alles hin. Nur das nicht. Metal ist tot. Hattest du je das Gefühl, in der falschen Zeit zu leben? So, als hättest du früher leben sollen, als die Musik noch echt war? In den 70ern? Früher. In den frühen 70ern. Oh-oh. Ich hab gesagt, bleib da runter, du dämliches Abge... Um den Spieler ein authentisches Roadie-Erlebnis zu vermitteln, kann es unumgänglich sein, dass in Brutal Legend von Zeit zu Zeit auch Kraftausdrücke verwendet werden. Ich will jede einzelne abstoßende Silbe hören. Ich finde es lustiger, wenn ihr sie überpiept. Oh mein Gott, nein! Fuck das! Stück Scheiße! Ja!
Bitte lass ihn fallen. Scheiße! Der Job eines guten Roadies ist, andere gut aussehen zu lassen. Andere zu beschützen. Anderen zu helfen, das zu tun, wofür sie bestimmt sind. Ein guter Roadie steht nie im Rampenlicht. Wenn er seinen Job gut macht, merkt niemand, dass es ihn gibt. Hier und da betritt er vielleicht die Bühne, um ein Problem zu lösen, Dinge zu klären. Aber bevor jemand merkt, dass er da war und was er getan hat, ist er wieder weg. Brutal Legend enthält blutige und brutale Szenen, darunter auch Verstümmelungen und gelegentliche Enthauptungen. Wann immer diese aus erzählerischen Gründen notwendig ist, der Wahrung historischer Genauigkeit dient oder Hammer aussieht. Also gut, aber nur wenn es dann wirklich Hammer aussieht. Keine Brutalität bitte. Die Zeit ist endlich gekommen, wir dienen unserem Meister. Hey. Hey, ich bin nicht euer Meister. Nein, bist du nicht. Ja, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge Brutal Legend. Oh weia, diese Steuerung. Ja, ich kenne euren Meister. Wir sind dicke Freunde. Ja, klassisch, die Axt. Der Trainer, wer es wagt, Hand an diese wundervolle Axt zu legen, bekommt mit dem Zorn der Tainted Coil zu spüren. Geil. Ich finde es auch so gut, dass die Originalstimme von Jack Black einfach immer drin ist. Also Synchronstimme. Ja, immer rum auf dem Kopf. Verteidige dich. Hältst du B fest, blockst du die meisten generischen Angriffe ab. Jawohl. Oh, ja, blutig ist es. Hey, Finger weg von der Gitarre. Hey. Hab sie gerade gestimmt. Ja, halt mal her, die Gitarre. Sehr geil. Der Movie, aber
Clementine, zu Hause war sie nur eine einfache Gitarre, doch hier scheint die Welt selbst ihre zusätzliche Rockkräfte zu verleihen. Hammergeil. Na, dann werden wir einfach mal den Riff Death Metal. Nehmt das! Das ist ja geil. Wie schmeckt euch das? Das hat doch was. Ich mag auch die Aufpassung. Überall nur Tote. Erderschütterer, drücke A und X. Dieser Power-Akkord schleudert deine Feinde durch die Gegend und bringt Gebäude zum Einschuss. Ja, komm, wir kriegen hier keine Probleme wegen der Musik. Aber das werden wir noch herausfinden. Ja, voila. Huch. Die Kameraführung ist eine Katastrophe. Heavy Metal, ihr Fixer. Ja, voila. Wow. Ich merke schon mit den... Zack. Oh, irgendwie bringen wir die Halle zum Einsturz mit unserem Rock. Oder Heavy Metal. Ui. Schön in die Fresse, ja. Nicht wundern, dass ab und zu mal ruckelt. Das liegt dann einfach drauf. Wir spielen auf einem Series Xbox X, ein Xbox 360 Spiel. Also nicht wundern. Oha. Tower of Skulls. Junge, Junge. Erstmal hoch. Viele Leichen, würde ich sagen. Okay, was kommt da auf uns zu? Na gut, netter Versuch, Lady. Oder was auch immer du bist. Ich soll wohl glauben, du wärst eine Nonne, dabei bist du irgendein großer, hässlicher Dämon. Also lass das. Eine Nonne. Oha. Aha, siehste? Ein großer, hässlicher Dämon. Ich liebe den Humor. Alter, die lange Beine. Aber auch sexy irgendwie. Hm. Ja, sexy ist nicht alles. Alter. Ah, wir können anvisieren. Bleib mal. Bring die Felsen sein. Rock. Sie ist zu heiß. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzuziehen. Bringt es nicht Unglück, eine Nonne zu erschlagen? Ich sollte lieber verschwinden. Ach, das habt ihr eine Nonne. Wenn ihr alle zu kritisch sehen, wenn das eine Nonne ist, bin ich der Papst. Spüre die heilige Klinge. Ja, wir geizen nicht mit Blut hier in dem Spiel. Okay, alles klar, Kleiner. Es geht los. Diese Oberarme. Oh Mann, muss das Ding in Gang kriegen. Liebe böse, verkorkste Dämonenmächte der Dunkelheit. Und des unvorstellbar Bösen. Bitte bringt mich fort von diesem grässlichen Leichenstapel. Ich bin nur ein Besucher in eurer seltsamen Welt, die manche höllisch nennen würden. Aber ich gebe zu, sie ist irgendwie abgefahren. Oh, ihr Herren ekliger Lederdinger. Und Sadomaso-Kleidung. Also ihr Typen habt echt Stil. Die Kampfnonne, die war heiß. Sorry, dass sie tot ist. Aber ihr seid ja böse, richtig? Also ist alles klar. Bei eurem guten Willen. Oh, ich meinte böse. Bösen Willen. Ah, du Dreck. Da ist mal ein Motorunfall. Hallo. Oh Mann. Ich hab doch nicht etwa die ganze Zeit so heiße Mädchen umgelegt. Die Axt. Du bist also auch wegen der Axt hier. Nein, aber ich wurde angegriffen und... Sekunde. Und sie war eben da, also... Du führst sie sehr natürlich. Ich liebe sein Outfit. Ja, das ist echt merkwürdig. Ich hatte noch nie eine Axt in der Hand. Wer bist du? Rechte Seite. Wir müssen hier raus, bevor er hier ist. Ja. Yeah. Teamaktion. Nähere dich einem Verbündeten und drücke Y, um mit ihm eine Teamaktion auszuführen. Arbeite mit deinem Verbündeten zusammen, um mächtige Teamangriffe auszuführen. Ja, dann schmeißen wir dich mal. Imperator Duviculus. Wer? Imperator Duviculus, wo kommst du her? Duviculus. Ich bin ständig auf Achse. Metal! Glaub mir, du willst nicht hier sein, wenn er kommt. Du machst zum Beispiel gerade seine Leibgarde nieder. Stop. Wisst ihr auch nicht, wo ich eigentlich... Irgendwo eine Anzeige? Bam!
Wie war nochmal dein Name? Komm schon, wir müssen rennen. So, erstmal den Metal. Und dann können wir so richtig in den Rimballern. Oh, war ja. Oh Mann. Es ist schon so lange her, ich kann mich an nichts erinnern. Der Grand Slam. Leg dir deine Gegner zurecht und schmettere sie auf die billigen Plätze der endlosen Schmerzen. Was halt jetzt? Geil. Ja, das fällt sehr schön in die, ins Fressbrett, den wir am liebsten haben. Geil. So, betäuben. Und dann ist der Kopf weg. Was ist hier? Ja, ja, bleib mal entspannt. Was ist das hier? Oh, hey, komm mal her und zieh dir dieses coole Zeug an. Los, hierher. Ist ja gut. Klar, sofort. Bin gleich da. Ach, die Mucke ist so geil. Hierher. Oha. Ja, das sind echt viele. Wo sind wir hier? Im Tempel von Armageddon ist ein Ort uralter Macht, aber niemand kennt seinen wahren Zweck. Ja, nu? Dann gehen wir mal dahin, wo wir ja gerade ein Problem hatten und schauen mal, was das hier ist. Was? Reliktjäger. Eine seltene Ranke wächst an sagenumwobenen Orten des Landes. Spiele diese Solo, um uralte Bauwerke und Monumente ans Licht zu bringen. Halte RT fest und wähle dann das Reliktjäger-Solo aus dem Menü. Aha. Geil. Okay, was ist das? Gemacht? Schönheit. Oh. Die Kippe im Maul. Das Ganze ohne Werkzeug übrigens. Ist das eine Lore? Ich nenne ihn Druidenflug. Ich zeig dir, wie er funktioniert. Also man lässt ihn... hallo. Scheint, als läuft er bereits. Voller. Vielleicht viel besser. Du hast die Seele des Teufels selbst erweckt. Na hoffentlich. Der Humor ist super, ich liebe es. Der Teufel, aka Druidenflug. Diese Rolle der Tempel ist ein Geschenk der Titanen, das nur von denjenigen zusammengebaut werden kann, den seiner würdig ist. Das Gas RT. Okay. Mach auch die Tour hier. Motorhead im Hintergrund, wa? Wir müssen zur Brücke, bevor sie die Tore des Fütterungsareals schließen. Fütterungsareal? Was füttern die? Wenn wir uns beeilen, bleibt dir die Antwort vielleicht erspart. Geil. Was ist los, Schönheit? Sie bekommen Verstärkung. Aber warum sind es so... Immer Rinder. Warum? Vielleicht, weil wir so verdammt hart sind. Oder weil dieser Imperator so und sowas gegen dich hat. Ich hab ja bisher nichts gesagt, aber hier ist es echt schräg. Oh Gott, diese Steuerung. Eine Katastrophe. Oh oh. Ja, es sind dunkle Zeiten für unser Land. Aber einige von uns kämpfen dafür, die Dinge zu verändern. Bist du deshalb hier, um mit uns für die Befreiung der Menschheit zu kämpfen? Na klar. Keine Ahnung, wirklich. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber zumindest ist das bisher die beste Erklärung. Oha. Wo sind wir denn jetzt? Oh, bitte! Ihr verfickten Typen macht mich krank! Also gut, ich mach diese Kerle alle und du das Tor auf, okay? Gott, sie ist wundervoll. So, dann. Keine Musik? Warum gibt's hier keine Musik? Ah, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ah, ich hab so Bock auf dieses Spiel. Würde schon seit Ewigkeit mal wieder spielen. Ich hab's auch nie durchgespielt. Oha.
Gibt's übrigens kostenlos im Game Pass. Tut mir leid. Kanntest du die Kerle? Nitro, drücke L, um zusätzliche Nitro freizuschalten. Okay. Soll hier irgendwas passieren? Scheiße! Wie er flucht. Der Hammer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade ein bisschen... Mach gefälligst dein Maul zu! Etwas überfragt, was wir gerade machen sollen. Nicht schon wieder! Oh nein! Was sollen wir hier machen? Was hast du denn gefressen? Müssen wir jetzt hier so auf Zeit spielen, oder... Müssen wir den Nitro zünden, genau wenn er runterkommt? Der Kohl gefressen hat und dann in deinem Maul gestorben ist. Vor etwa einem Jahr. Ah, die Sprüche ändern sich, ja? Ah, für schnelle U-Turns halte B gedrückt, während du längst. Ah. So, du Schleckermäulchen. Lass diesen ekligen Muskel gefälligst in deinem Maul. Du Schleckermäulchen, ja läuft. Na, daneben. Zack. Unfassbar, dass du zweimal drauf reinfällst. Oh, ist ja widerlich. So, weg damit. Du Vollidiot. Das war's mit Zungenküssen. Was sind Zungenküsse? Also, das, Das, Tor ist offen. Was? Oh, das Tor. Die Koteletten. Was ist? Hab dich nicht verstanden, kann es sein, dass du lispelst? Hierher, du gammeliger Wurm. Los, kämpf, damit ich dir meine Klinge in die fauligen Gedärme rammen kann. Das Komm zurück, gut. Eddie! Das ist nicht gut. Hier bin ich! Ja, und jetzt? Was ist los? Komm zurück, Tor runter! Was soll ich denn machen? Den Herpin-Kracher? Tatsächlich. Ah! Vollpresse! So. Der liebt das seinen Job. Und du, dir erzähle ich jetzt... Sekunde. Dir erzähle ich jetzt was über Zungenküsse. Oha. Ja, Mensch, hier wird alt und schon Asche gelegt. Heavy Metal sei Dank. Sehr geil. Direkt hinter uns stürzt die Brücke ein. Keine Panik, unser Vorsprung ist... Ah, shit, die Brücke stürzt echt ein. Na dann. Wir segeln hier ganz sanft raus. Achtung, dann zünden wir mal den Nitro. Da wäre ich nicht reingefahren. Denkst du, ich bin blöd? Ja, und dann schön Motorhead. Das passt. Das ist Wahnsinn. Ich glaube echt, wir kriegen keine Probleme mit der Musik. Fahr nach rechts. Halt dich gerade vor, Flugscheißerin. Na, ob wir da noch ein paar Zungenküsse beibringen? Die Straße. Ich bin gespannt. Oh. Vorsicht, die Seiten. Oh Gott. Das ist nicht gut.
Rechts! Ein bisschen früher, bitte. Das ist der letzte Sprung. Da kommt noch einer. Hey, den feiern wir richtig ab. Wow! Du magst den Wagen? Ja! Den muss ich unbedingt Lars zeigen. Wer zur Hölle ist Lars? Das ist mein Metal Massacre. Wer bist du? The Viculus, Sie sagen, es sei die Feuerbestie Oma Godin selbst gewesen. Nein. Es ist noch weitaus schlimmer. Es war Sikoria. Ich rieche ihr Blut. Das Zeitalter der Schmerzen ist angebrochen. Aber warum ist sie jetzt zurückgekehrt? Was will sie? Die Stimme. Krieg. Endlich. Juhu! Wir müssen weiter. In Bladehenge sind wir sicher. Hier, nimm diese Karte. Bladehenge. Ich weiß nicht, was für ein Symbol das ist. Ah. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Das war die erste Folge von Brutal Legend. Wir werden natürlich schauen. Vielleicht schaffe ich jede Woche eine Folge. Mal schauen. Wann genau, weiß ich nicht. Aber ich versuche dran zu bleiben. Wie gefällt es euch? Haut es in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Und bin sehr gespannt, was da alles kommt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ja, ich freue mich wie Sau. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt am Ball. Ciao.